Ja, herzlich willkommen hier im Löwenzahn Fanclub. Heute sind wir zu Gast bei Kjell Petersen. Er ist Schnittmeister bei unter anderem bei Löwenzahn. Genau. Ja, stell dich doch mal kurz unseren jungen Fans vor und wenn du uns kurz erzählen würdest, was du überhaupt machst als Schnittmeister. Ja, also ich bin Kjell Petersen. Ich schneide jedes Jahr so ungefähr 4 bis 8 Folgen, sage ich mal, und also Löwenzahn. Und meine Arbeit besteht eigentlich darin, dass ich die Filmschnipsel, sage ich mal, die gedreht werden, sichte, eine gewisse Vorauswahl mache und mir dann überlege, wie man das zu einer Szene montiert sozusagen. Also wenn meinetwegen Fritz aus dem Bauwagen rauskommt, zeigen wir das vielleicht in einer großen Totale, wo man alles sieht. Und dann will man ja aber auch andere Sachen sehen. Man will ja nicht nur den Bauwagen und den Wald drumherum sehen, sondern will vielleicht auch mal den Hund sehen, den Keks oder will sehen, wie Fritz spricht, also ihn aus der Nähe sehen. Oder wenn dann meinetwegen Jasmin dazukommt, dann macht man vielleicht eine Aufnahme, wo Jasmin durchs Gartentor kommt. Oder wenn Paschulke, der Nachbar, rüberguckt, dann will man sozusagen die Perspektiven wechseln. Das ist eigentlich das A und O, dass man Perspektivenwechsel einbaut, sonst wäre das sehr schnell langweilig. Und wenn man mal drauf achtet, wenn man sich so eine Löwenzahn-Szene mal anguckt, und mal darauf achtet, wie viele Schnitte da drin sind, dann ist es schon recht viel. Das ist eine relativ hohe Schnittfrequenz. Ich würde mal sagen, wir haben im Schnitt alle 4 Sekunden einen Schnitt. Das hatte ich. Ich war ja auch in einer Folge dabei bei Lux. Da haben wir ja am Kiosk gedreht. Mhm. Auch mit Nahaufnahme und Kurze. Aber die Schnitte waren ja sehr, sehr, sehr viele denn, in der eigentlichen Folge dann. Also das ist teilweise doch recht rasant, weil, ich weiß nicht, wie fachsimpel ich werden kann, aber diese Art von Fernsehen, ja. Comedy ist es in gewisser Weise, ist es ja auch was Komödiantisches, ja. Braucht halt teilweise ein sehr hohes Tempo und wir müssen teilweise auch das, was gedreht wurde, im Schnitt noch verdichten, ja, und noch deutlich schneller machen, als es in Wahrheit passiert. Also gerade auch so Gänge, wenn zum Beispiel jemand vom Bauwagen rüber zur Hängematte geht, was tatsächlich öfters passiert, dann dauert es in echt ungefähr, ich schätze mal 10 Sekunden. Mhm. Aber man will nicht 10 Sekunden sehen, wie einer vom Bauwagen zur Hängematte geht. Ja. Und das wird halt so kurz geschnitten, dass es aus den 10 Sekunden dann 3 werden. Es ist so, dass wir eigentlich durch 3 Phasen gehen. Also wir haben, das ist auch wie bei so klassischen Hollywood-Produktionen, ist es zum Beispiel auch so, es gibt einen Editor's Cut, also der Schnitt des Cutters, es gibt den Director's Cut und den Producer's Cut und dann ist der Film erst in der endgültigen Schnittfassung. Also ich schlage sozusagen eine Schnittfassung vor, dann kommt der Regisseur dazu und wir passen das an. Da geht es dann auch ganz oft um Kürzungen. Also meine erste Schnittfassung ist oft viel zu lang, weil ich alles, was die drehen, auch berücksichtigen will. Ich will jetzt nicht irgendwie schon vorher sagen, ach, das brauchen wir dann nicht, das schmeiße ich weg. Also das denke ich mir vielleicht manchmal, aber das mache ich nicht. Und dann kommt der Regisseur dazu. Ich arbeite ganz viel mit Hannes Spring zusammen. Und der ist einfach der Meister im Kürzen. Da haben wir dann teilweise eine Fassung von 30 Minuten. Ja. Und dann kommt der rein und innerhalb von ein paar Stunden haben wir die runtergekürzt auf 24. Also das macht dann auch Spaß. Aber da ist der Film dann schon so, dass man ihn sich angucken kann. Ja. Also der ist dann nicht mehr, man nennt es zwar noch Rohschnitt, aber der ist schon
in gewisser Weise relativ fein. Also viele Szenen, die ich vorgeschlagen habe, landen auch eins zu eins genau so in der Sendung. Also das ist unterschiedlich. An manchen Sachen muss man mehr feilen, wo vielleicht der Regisseur sich auch was ganz Bestimmtes bei gedacht hat. Und teilweise ist es aber auch nichts auf der Hand, wie man es schneiden muss, in Anführungsstrichen. Ja, also ich sage auch immer, diese Folgen, also die platzen immer aus allen Nähten. Also da ist so viel drin, also weil es ist ja viel, wird ja viel Wissen vermittelt, aber die Geschichte muss ja auch funktionieren. Und das alles unter einen Hut zu bringen, das ist wirklich, also nicht umsonst haben wir, wie gesagt, oft 30-Minuten-Fassungen da irgendwie liegen. Ich wäre ja sowieso dafür und ich glaube viele andere von euch auch, Löwenzahn muss länger werden. Ja, wenn es, also 30 Minuten wäre vielleicht wirklich noch eine ganz gute Länge. Ich glaube, länger, wir haben zwar diese Doppelfolge mal gehabt, der blaue Juwel, die ich auch geschnitten habe, die war dann am Ende, glaube ich, 45, kann das sein? Ja, so in dem Dreh, genau. Das hat auch funktioniert, aber es waren ja streng genommen auch zwei Geschichten. Es waren ja Thema Steine und Thema, was war das andere? Jubiläen war das und Schlösser. Schlösser, genau. Ja. Also es sind ja zwei Themen und ich glaube, man bräuchte dann tatsächlich, wenn man eine 45-minütige Folge hat, braucht man mehrere Themen. Ja. Es ist ja auch so, wie Sie haben ja bloß diese Timeslots von 25 Minuten. Ja. Ja, aber kleinere Kinder sollten auch, also das ist eine Aufmerksamkeitsspanne, die gut ist für ein kleines Kind. Ja, ich glaube, ab 30 Minuten, ja, dann, das ist einfach zu viel. Also viele Eltern wollen ja auch nicht, dass die länger gucken als eine halbe Stunde. Ich finde ja sowieso die Uhrzeiten nicht mehr so optimal. Früher lief Löwenzahn um 10 Uhr und, wo ich morgens klein war. Ja. Das war noch so, ja, nach dem Aufstehen, nach dem Frühstück, konntest du Löwenzahn gucken. Heute um 8.35 Uhr. Also für mich als Papa ist das eine ungünstige Zeit und meine Kinder, meistens verpassen sie es. Okay. Also wenn sie sonntags wach sind, dann... Aber es gibt ja den Kika-Sendeplatz noch. Das auch und die Mediathek. Da gucken wir meistens, wenn wir dann schauen. Ja. Ja, ich hoffe ja auch, dass es irgendwann eine ausgewachsene App gibt von Löwenzahn. Ich weiß nicht, ob es das schon gibt. Nee, also sie ist ja in der ZDF-TV-App. Da kannst du ja das Ganze machen. Aber ich finde, Löwenzahn könnte ruhig eine eigene App kriegen. Das finde ich auch, ja. Da warten wir noch drauf. Also. Nee, ich kam eigentlich dazu, als Löwenzahn so ein bisschen neu erfunden wurde mit Guido, mit Fritz Fuchs. Mhm. Also kurz danach. Mhm. Ich habe dann allerdings am Anfang nur wenige Folgen immer gemacht und mit einem ganz bestimmten Regisseur zusammen, mit dem ich halt vorher andere dokumentarische Sachen gemacht habe, auch ZDF-Produktion. Und der hat mich da sozusagen reingebracht. Mhm. Und ich war dann halt die ersten Jahre immer mit dem, habe ich irgendwie so vielleicht so zwei Folgen im Jahr mal gemacht. Es wurde dann halt immer mehr, weil ich dann sozusagen langsam so zum festen Pool der Cutter, die Löwenzahn schneiden. Also wo du sagst, Mensch, da ist das Thema oder die Geschichte oder irgendwas, das fand ich... Naja, man ist natürlich immer, so als Filmmensch findet man es immer toll, wenn viel Aufwand getrieben wird, auch zwischendrin mal so richtig mit Krähen und Verfolgungsjagden und was weiß ich, das macht dann schon Spaß. Und da würde mir sich auf jeden Fall die Doppelfolge einfallen, die der blaue Juwel... Mhm. Das hat schon Spaß gemacht. Und es gibt auch so, ich mag es auch, wenn ungewöhnliche Sachen mal gemacht werden. Zum Beispiel letztes Jahr, ich glaube mittlerweile sogar vorletztes Jahr, hat der Axel Ranisch, der Regisseur, so eine Folge über das Thema Toleranz gemacht, die ich auch geschnitten habe. Und
Es waren halt, also manche Leute waren skeptisch, ob das gehen kann, weil es nämlich nur ein ungefähres Drehbuch gab. Geil, diese Impro-Folge, genau. Genau. Und das hat mir Spaß gemacht, die auch zu schneiden, weil, ja, weil es eben ein bisschen Neuland war. Und weil man eben, oder na, ich muss ein bisschen ausholen, also ich konnte da halt auch Erfahrungen, die ich in anderen Genres gemacht habe, gut einbringen, weil ich halt viel auch dokumentarische Sachen schneide, wo halt ich sozusagen gewohnt bin, Dialoge meinetwegen so bei so einer sogenannten Docu-Soap oder so, wenn zwei Menschen sich in echt unterhalten, es ist oft stinkt langweilig und man muss sozusagen ein 30-minütiges Gespräch auf 3 Minuten komprimieren. Und das mache ich ganz, oder habe ich sehr oft gemacht, sowas. Und das konnte ich da ganz gut einbringen, weil es da natürlich auch so war, dass dieses Improvisieren in der Regel gut funktioniert hat. Die haben super zusammengespielt, aber man musste natürlich viel raus. Also das weiß auch jeder, der vor der Kamera improvisiert, dass man das zwar 1:1 so reinnehmen kann, aber... Das wäre zu lang. Genau, man muss es verdichten. Also so wie der Autor, der eine Szene schreibt, der wahrscheinlich auch erstmal schreibt und dann merkt er aber, okay, das ist zu viel, da müssen wir jetzt Sachen rausnehmen. Und das ist dann sozusagen, wenn so gearbeitet wird, muss man sozusagen ein bisschen... inhaltlich oder autorenmäßig sozusagen am Schnittplatz noch vorgehen. Das mache ich natürlich nicht unbedingt dann alleine, aber da mache ich dann schon so meine Vorschläge und das, ja, das hat Spaß gemacht. Naja, Löwenzahn wird immer in Blöcken gedreht, in der Regel. In der Regel 4 Folgen. Und manchmal ist es so, dass die Folgen gemischt gedreht werden. Also zumindest teilweise. Also es kommt ein bisschen auf die Motive an. Also wenn ein bestimmtes Motiv für eine Folge gebraucht wird, was zufälligerweise für eine andere Folge auch gebraucht wird, dann würde man die Folgen mischen und an einem Drehtag vielleicht für 2 Folgen Sachen drehen. Und dann kommt es durchaus mal vor, dass ich an 2 Folgen gleichzeitig arbeite, aber ich arbeite die eigentlich nacheinander ab. Weil ich auch immer logischerweise ein bisschen hinter dem Drehteam natürlich hinterherhinke. Die drehen, dann wird es von der Schnittassistentin bearbeitet, das Material. Und dann habe ich es erst, also sozusagen Drehtag, einen Tag dazwischen und dann habe ich das Material. Ich würde sagen, die allererste Schnittfassung habe ich, wenn ich schnell bin, in 3 vollen Arbeitstagen fertig. Aber es kann auch mehr sein, 3-4 Tage. Aber das teilt sich oft auf mehr Tage auf, weil teilweise nicht genug Material da ist. Und dann teile ich mir die Tage so auf. Also das ist auch ganz angenehm, dass ich mir das ein bisschen frei einteile. Dann geht es ja weiter. Dann kommen noch die für die Dokus gibt es noch einen Tag und so weiter. Und man kommt dann am Ende für jede Folge sind 6 Schnitttage kalkuliert und ist auch eigentlich realistisch. Also es gibt immer Doku-Teile, die aus Archivmaterial gemacht sind. Und dann gibt es immer eine, in jeder Folge, nicht immer, aber meistens gibt es eine selbstgedrehte Doku, wo dann halt ein Doku-Regisseur oder Autor sich dran macht und das mit einem Kamerateam dreht. Und oft setze ich mich dann auch mit dem oder derjenigen zusammen und schneide das mit denen dann. Weil dokumentarische Sachen sind oft, da liegt es oft in der Natur der Sache, dass der Regisseur das erstmal einem sagen muss, was er eigentlich da
wollte, so ja. mit dem Material. Es ist bei szenischen Sachen, also bei spielfilmmäßigen Sachen, ist es klarer, weil es steht ja auch im Drehbuch. Und bei dokumentarischen Sachen, die ich ja auch sehr viel mache, muss man sich überhaupt erstmal überlegen, was will man jetzt von diesem ganzen Wust an Material eigentlich reinnehmen. Ich habe letztes Jahr zum Beispiel für Arte so einen Dreiteiler über Ägypten, über Nil geschnitten. Dann mache ich für RTL Undercover Boss, das ist so eine Docu-Soap. Da schneide ich auch längst nicht alle Folgen, aber da bin ich halt einer von mehreren Cuttern, die das regelmäßig machen. Das sind so Beispiele jetzt aus der jüngeren Vergangenheit. Und dann mache ich auch teilweise Sachen, die eher so in so eine Imagefilm-Werberichtung gehen. Dann arbeite ich mit einem Fotografen zusammen, der halt teilweise auch Filmprojekte macht. Das ist so, ja, es ist also genug zu tun. Schön vielseitig. Also. Ja. Also ich bin nicht Musiker im professionellen Sinne, aber ich habe in der Vergangenheit viel Musik gemacht. Ja. Ich habe hier zum Beispiel auch so ein kleines Keyboard, was an meinem Computer angeschlossen ist. Da spielt jetzt viel meine Tochter drauf, aber auch ich selbst, um elektronische Musik zu machen. Und hier, ich kann den ja mal kurz hervorholen, meinen Bass. Und ich habe früher auch auch in der Band gespielt. Aber das hat sich irgendwie zerschlagen. Das ist übrigens nicht der Schnittplatz, an dem ich Löwenzahn schneide. Das ist mein eigener privater Schnittplatz, den ich aber durchaus auch professionell nutze. Also ich habe hier zum Beispiel diese ganzen drei Folgen für Arte haben wir alle hier geschnitten. Also heutzutage könnte man eigentlich am Laptop die ganzen Sachen schneiden. Irgendwo unterwegs. Hast du denn eigentlich, angefangen hast du noch richtig mit Film sowas? Hast du nicht mehr erlebt? Ich habe mit Video Schnitt zu tun gehabt. Ja. Da hat man früher halt sogenannte Drei-Maschinen-Schnittplätze gehabt, wo man zwei professionelle große Video-Zuspieler hatte und einen Rekorder. Okay. Und dann hatte man so ein Schnittpult, das sah so fast so ein bisschen ähnlich aus wie das hier aus, mit bunten Tasten. Und so mit so Rädchen und dann hat man sozusagen die Videobänder abgefahren und dann auf dem Rekorder aufgenommen, sozusagen. Also schwer zu erklären. Aber, ja, ich kann mir das schon vorstellen. So als würde man mit zwei Videorekordern schneiden, aber nur das eben auf professionellem. Ja. Das ist heute ein bisschen bequemer, ne, mit dem ganzen Digitalen. Ja, vor allen Dingen ist es heute halt auch viel einfacher, Sachen auf Länge zu bringen. Früher musste man immer, wenn man was kürzen wollte, nochmal eine neue Kopie anlegen. Man konnte ja nicht das Videoband selbst schneiden. Und durch die digitale Technik kann man halt die Sachen immer weiter ändern und immer weiter trimmen. Das ist natürlich Fluch und Segen, weil natürlich jeder, der in der Produktion was zu sagen hat, also bei Löwenzahn ist es jetzt nicht, aber bei gewissen anderen Produktionen, immer nochmal was ändern will und nochmal alles umstellen. Und dadurch, dass es halt alles am Computer gemacht wird, geht das dann halt auch alles. Früher hätte man dann noch eher gesagt, ja, nee, geht nicht. Das denken viele tatsächlich, aber das stimmt nicht so ganz, weil man kann zwar theoretisch immer noch mehr Speicherkarten voll machen, sozusagen. Aber je mehr, desto schwieriger wird es. Ja, vor allem muss es ja auch bearbeitet werden. Ja. Also gerade im fiktionalen Bereich, also jetzt Löwenzahn ist ja im Prinzip auch fiktional im Wesentlichen, ist es so, dass
das Material nachbearbeitet werden muss. Und zwar schon bevor ich es im Schnittprogramm habe. Da gibt es halt bei Studio TV, bei der Produktionsfirma, eine eigene Post-Production-Abteilung, die halt das ganze Material erstmal kriegt. Ja. Dann wird es umgewandelt, wird schon mal grob, werden schon mal grob die Farben angepasst. Mhm. Und dann kriege ich das erst. Und je mehr die drehen, desto mehr Arbeit haben die natürlich auch. Mhm. Und es ist ja, wenn man das betriebswirtschaftlich sieht, ist sozusagen, es ist Zeit auch Geld. Mhm. Und dann ist es egal, ob man jetzt viel Filmrollen irgendwie verbraucht oder viel Filmmaterial oder eben viel Arbeitszeit. Ich habe ja auch mehr Arbeit, wenn es mehr Material ist. Das meine ich ja, von wegen da. Nicht, dass die, da könnte man als Filme machen, also viel mehr Film, aber dann hast du ja natürlich auch mehr zum. Ja. Also jetzt Löwenzahn ist da, wie gesagt, nicht ein ganz so gutes Beispiel, aber diese ganzen Reality-artigen Formate, wozu ich jetzt natürlich auch Undercover-Boss oder so zähle, ist ja eine Docu-Soap, eine sogenannte. Da wird natürlich unfassbar viel gedreht, um sozusagen am Ende das zu haben, was man will. Mhm. Also und da stelle ich mir das gar nicht so schwer, gar nicht so leicht vor, denn das. Nee. Das ist, also ich will das auch. Die Leute reden dann immer bei diesen Sachen so von Trash oder so, aber das herzustellen ist schwierig. Ja. Es dauert richtig lange. Also allein schon erstmal das Sichten. Also, und das ist. Also na, dann sage ich mal Dankeschön. Sehr gerne. Und vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Mhm. Mich freuen. Auf jeden Fall sehen wir uns seine Arbeit an. Die nächsten 20 Jahre bei Löwenzahn. Wirklich? Okay. Also, der erste Block dieses Jahr 2017, der wurde mir schon zugesagt. Ah. Das sind 4 Folgen mit Hannes Spring. Ich weiß aber gar nicht, worum es geht bisher. Ja. Wir auch noch nicht. Okay, na dann Dankeschön. Ja, sehr gerne. Und dann sage ich jetzt mal abschalten. Wir drehen noch eine Runde.